Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Salvatore und heute zeige ich euch ein sehr einfaches Rezept mit Linsen. Die Linsenburger ohne Vorkochen. Diese Burger sind sehr lecker und auch die Kinder lieben sie. Schauen wir uns gemeinsam das Rezept an. Wiegen wir zuerst 250 Gramm trockene Linsen und lassen wir sie für mindestens 4 Stunden mit 500 ml Wasser einweichen. Zunächst brauchen wir die Linsen. Die würden gewaschen und durch ein Sieb abtropfen lassen. Eine halbe Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, beide grob geschnitten, Pfeffer, Salz, eine Prise Kumin, ein Teelöffel Kurkuma und ein Teelöffel süße Paprika. Für die Vorbereitung brauchen wir einen Mixer. Geben wir die Linsen in den Mixer rein, dann Knoblauch und Zwiebeln. Dann Paprika, Kurkuma, Kumin, Salz und Pfeffer. Jetzt können wir alles zusammen sehr gut pürieren, bis eine Masse entsteht. Falls etwas Zutaten am Rand bleiben, kann man sie mit einem Löffel oder Teigschaber wieder in die Mitte schieben. Wenn die Masse diese Konsistenz bekommt, ist sie fertig. Jetzt kann man die Linsenburger direkt braten oder die Masse im Kühlschrank stehen lassen und die Burger erst später braten. Jetzt nehmen wir einen Teil der Masse und formen die Burger mit dem gewünschten Durchmesser zwischen den Händen. Dann geben wir die Burger in eine Pfanne mit Sonnenblumenöl und braten die Burger bei mittlerer Hitze. Mit einer Hand drücken wir auf die Burger leicht, damit sie sehr dünn werden und somit richtig durchgebraten werden. Nach 5 Minuten sind die Burger schon goldig auf der einen Seite geworden. Jetzt wenden wir die Burger vorsichtig und lassen wir sie weitere 5 Minuten auf der anderen Seite braten. Nach 5 Minuten sind die Burger fertig und das ist das Endergebnis. Wie schön sehen unsere Linsenburger aus. Und das ist mein Brötchen. Ich habe auf einer Seite Salsa Brava bestrichen und drauf Cheddar-Käse in Scheiben gelegt. Und dann kommen ein paar Scheiben Tomaten. Auf der anderen Brötchenhälfte ist Mayonnaise bestrichen. Mit dem Linsenburger dazwischen wieder das Brötchen zusammensetzen. Und jetzt muss ich das Brötchen probieren. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!